So, und da sind wir schon wieder. Satz mit X war wohl nix. Nein, ich habe mir jetzt dieses wunderbare Aufladegerät auf Amazon bestellt, ne, weil, boah, langsam nervt's. Stellt sich heraus, ja, es dauert jetzt 2, 3 Wochen, bis das Ding da ist. Also, ja, auch nicht in der Sache. Egal, wir haben im Prinzip jetzt, wie lange? Ich glaube, eine Stunde nach der letzten Aufnahme. Offenbar ist dieses ganze grüne, gelbe Giftgaszeug doch nicht so krass bösartig. Es senkt halt nur unsere Gesundheit und ich denke, damit kann man arbeiten. Also es senkt die Gesundheit auf dem Mars. Es hört sich jetzt nicht so an, als würde es die Gesundheit direkt vernichten. So, Kleiner, sag mal. Ja, du schlägst dich immer ganz gut, aber Palico Safari kannst du nicht gerade machen, oder? Nee, das wäre es ja gewesen. Weil die haben wir ja letztens auch freigeschaltet, habe ich gar nicht nachgesehen, war so mein Problem. Vielleicht der Hausmeister? Bin Ihr Haushälter, nicht Ihr Hausmeister. Ach so, das gleiche. Na, haben wir Add-ons oder nicht? Nö. Haustiere platzieren, Raum wechseln zum Trainingsbereich? Nö. Also, wo kann ich denn meine Safaris losschicken? Muss ja irgendwo sein. Wahrscheinlich draußen. Was habe ich eigentlich an? Sieht so plüschig aus. Sind das die Schmetterlingsärmel oder kommt das vom Rathian-Zeug? Ich sehe nicht mehr durch. Oder ist es gar kein Rathian-Zeug mehr? Sollte mich wundern, ich habe mich doch nicht umgezogen, oder? Was habe ich denn gerade an? Kann mir das mal jemand anzeigen, ohne dass ich wieder sonst wohin rennen muss? Kadashi-Panzerung. War die besser? Oder haben wir die nur so gemacht damit? Es war jedenfalls keine Absicht, dessen bin ich mir relativ sicher. Ich muss, glaube ich, sowieso nach hier oben, weil ich glaube, hier waren die Safari-Katzen. Nein, ich möchte die Ausrüstung nicht verkaufen, ich möchte sie ändern. 16er. Ist dir, ja? Gut. Also hier so irgendwo in dem Bereich waren die. Also hier so irgendwo. Vielleicht muss ich die aber auch von woanders losschicken. Ich gehe mal spaßenshalber in die andere Forschungsbasis. Und wenn sie da nicht sind, dann ist mir das gerade auch egal. Dann gehen wir da direkt wieder runter ins Verwesungsland und hoffen, dass uns da ein paar Sachen auf den Kopf fallen. Das wäre mir ein Pläsier. Na, ist doch nur so ein kleines Ding. Du musst nicht viel laden, also mach auf, komm. Bene. So, hier nicht, da nicht. Dann vielleicht weiter unten? Glaube ich. Grüße. Jetzt, wo wir endlich flugtauglich sind, wollen wir uns die Gelegenheit doch nicht entgehen lassen, oder? Meine Lieblinge brennen darauf, loszuziehen und Orte zu erkunden. Sie möchten dir im Feld gerne helfen. Nenne ihnen einfach einen Ort und sie werden dorthin gehen und die Gegend untersuchen. Vielleicht bringen sie dir sogar ein paar Souvenirs mit. Wie gefällt dir das? Naja, ich rede mal wieder zu viel. Tut mir leid. Also, was kann ich für dich tun? Ja, ist mir egal. Schnurrtrupp-Safari losschicken, vorläufige Belohnung und Rückkehranforderung. Okay. Aha. Analysierer von Geronimo. Okay, 600 Punkte. Was kann der machen? Uralter Wald und Wildturmödnis. Route A. Das würde ihm an Anjara vorbeiführen. Und an einem Puke Puke? Ja, ist ein Puke Puke. Kluyaku C. Okay, und was hat er hier? Hier hat er einmal Barot und
das Viech hier, der Zweirathian. Nimm doch mal bitte in der Wildturmbrütnis dieses Ding hier. Ja. 600 Punkte loswerden, um das zu machen, meinetwegen. Los, Geronimo, zeig, was du kannst. Faszinierend. Es wurde ein Tutorial hinzugefügt. Ja, wo du das ansprichst. Ich muss mir aber irgendwann diese ganzen Dinge angucken. Es gibt ja angeblich auch irgendwo diese ganzen... Wie heißen sie denn? Zwischensequenzen, die werden ja immer wieder irgendwo hinzugefügt. Aber ich bin noch nicht drüber gestolpert, also... Wer weiß. Gut, ist bei dir alles klar? Gut, dann können wir ja los. Es ist an der Zeit. Bist du bereit, für die Tiefen des Tals der Verwesung vorzudringen? Indy, nicht für die, egal. Ja klar, los geht's. Zuerst schauen wir, ob wir aus der Luft eine Spur des Sora Magdaros finden können. Wenn wir etwas Vielversprechendes finden, schauen wir nach einem sicheren Ort, an dem wir euch beide absetzen können. Na gut, dann mal los. Hatten wir das nicht schon mal? Ich meine, ich kann auch direkt hinreisen, warum nicht? Ah, ich verstehe schon, du willst dich wichtig fühlen, deswegen muss das jedes Mal durch dich autorisiert werden. Vielleicht stellen wir ja so Stück für Stück die Lager. Ja, ich warte. Immer noch. Und noch. Und noch. Und immer wieder. Und weiter. Und weiter. Nun kommen die 5-Minuten-Folge hier und schon dreimal ein Ladebildschirm. Atemberaubend. Raffinus. Die wirken so frei. Also, wie ist es am Grund des Tals? Das kann ich nicht sagen. Zwar wissen wir viel, aber haben nur einzelne Fakten und keine Ahnung, welche Wahrheit sich aus ihnen ergibt. Wir wissen, dass der Sora Magdaros dorthin zieht, aber warum? Die Welt ist voller Geheimnisse, die uns verzehren. Ja, und köstlicher Geheimnisse, die wir verzehren. Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Also landen wir. Oder auch nicht. Wäre auch schön, wenn mal irgendwas glatt laufen würde. Ich hab's mir gedacht. Oh, hey. Wir haben ihn in seinen Jagdgründen gestört. Sag doch nicht ihn. Sie. Habe ich festgelegt, bleibt so. Wir sollten uns zurückziehen. Nein, wir sollten vordringen. Und wieder ein Ladebildschirm. Weil warum nicht?
Bidump, bidump, bidudlidump, didum. Ich habe aber auch schon von dem Wiki gelesen, dass das wohl ein R sein soll. Ich sag trotzdem weiter sie. Punkt. So viel zur sicheren Landung. Dieses abscheuliche Monster ist ein Legianer. Er ist Herrscher aller anderen Monster hier. Muss ein anderer sein. Ich habe bisher nur Nette getroffen. Solange er da draußen jagt, können wir nicht zum Grund des Tals der Verwesung. Jo. Ich hätte fast vergessen, dass du eine Jägerin bist. Ja, passiert manchmal. Waren wir nicht schon unten im Tal? Ist hier gerade irgendwas durcheinander gekommen? Wäre es zu viel verlangt, wenn du den Legianer jagen würdest, bevor wir wieder vom Himmel geholt werden? Ja, warum nicht? Wir waren doch schon da unten. Legianer verkörperte Eleganz. Sag ich doch. Böses Monster. Die ist voll süß. Na gut, er jetzt hier nicht. Ihn legen wir einfach um und dann ist gut, aber sie ist cool. Hey, Partnerin! Das große Monster, das uns... Ach so, stimmt. Stimmt, so sind wir überhaupt erstmal ins Tal gefallen damals. Na, wird schon. Oder reden wir von was anderem, wenn wir vom Grund des Tals reden? Ist auch das gleiche Viech, das also den Absturz... Okay, da stehen gerade eine Menge Informationen, aber... Blöderweise habe ich nicht angefangen, die vorzulesen. Naja, wenn wir es nicht erlegen, kriegen wir die Forschungsbasis nie in das Tal der Verwesung. Langsam und vorsichtig. Ich hasse das Wort nie. Du nicht auch? Sonst diesen Legianer anlegen. Okay. Wir einigen uns darauf, das ist ein Legianer und legen ihn um. Aber die ganzen anderen Legianers, die können wir weiterhin streicheln. So, neue Quest bekannt machen. Mit Ironie. Die ganze Zeit über versuche ich Legianer-Quests zu bekommen und jetzt ist hier eine. Obwohl ich ganz woanders hin wollte. Abschließen. Stürzen wir uns ins Verderben. Sobald die Quest geladen ist. Da bin ich da mal nicht zu voreilig, war nicht? Beim letzten Mal hat es eine Dreiviertelstunde gedauert. Diesmal sind wir wahrscheinlich schneller, aber wer weiß. Was sagen meine Objekte? Die sind immer noch so, wie sie sein sollen, ja? Gut, brauche ich vielleicht noch irgendwas gegen sie? Ihn in dem Fall. Okay, die Quest ist bereit. Haben wir noch irgendwie Heißgetränk oder so? Dämonenmittel? Nee, kein Heißgetränk. Können wir eins herstellen? Wenn ja, warum haben wir noch nicht? Aber es sieht nicht so aus. Nee. Na gut, dann, Rüstung vielleicht noch gucken. Aber wird reichen. Ich bimmel dann mal los. Ich stehe jetzt gerade wieder an der Viertelstundengrenze und habe sozusagen die Wahl, entweder jetzt hier die Folge zu beenden und gar nichts passiert lassen zu haben, oder die Folge wieder eine Stunde lang zu machen. Ich glaube, es wird sich eher auf eine Stunde ausdehnen. Ich wollte doch nur schnell im Jägerrang steigen. Wir müssen den Weg frei machen, damit wir zum Grund des Tals der Verwesung fliegen können. Okay. Wo sind wir denn jetzt? War ich hier schon mal? Kenne ich die Gegend? Ich glaube ja, aber ich bin hier nicht so oft, kann das sein? Was? Nein. Mhm. Grinst nicht immer so ins Feuer. Das sieht gruselig aus, wenn du das machst. Ernsthaft? Wir sollen Legiane erlegen und werden hier abgesetzt? Wie wär's mit Lager 12? Zurück zum Hauptquartier. Nein! Ist hier nicht irgendwo eine Seilbahn? War da nicht irgendwie... Haben wir nicht hier eine gebaut? Wo ist die? Wieso muss ich jetzt den ganzen Weg da hochrennen?
Wir haben ein Lager direkt neben dem Nestaufstieg. Na ja, gut, Anfänger. Was willst du da machen, ne? Da muss man dann halt rennen ohne Ende. So, wir nehmen jetzt hier gleich den Aufweg, weil... Warum erst mit dem anderen rumschlagen? Ja, die alten Fußspuren sind bestimmt für ein Tsitsiyaku. Soweit ich weiß, läuft Legiana hier nie lang. Sag ich? Easy. Hättest du die Güte runterzukommen? Ich brauch mal ein Rotkern oder irgendwie sowas. Ach, hier. Da bin ich jetzt voll aufs Tal eingestellt. Okay, wie fangen wir an? So nicht. Hast du wieder toll gemacht. Ich weiche die ganze Zeit aus, um aufzuspringen und dann sowas. Aha, der erste Treffer des Abends. Sagte er um 1 Uhr mittags. Hier muss man irgendwer austauschen, die sind zum Kotzen. Kann das mal wer wegmachen? Das nervt gerade so ein bisschen. Es ist doch eindeutig eine Kante, oder ich springe. Wieso funktioniert das nicht? Okay, so viel dazu. Aber Lomi hat ja schon 4-5 von diesen Dingern gepflanzt. Weiß nicht, kann ich das nicht machen, wenn ich dieses Spacken-Handicap da habe, oder... Ah, danke, Boden. Ah, Kuluyaku, sehr schön. Mach mal deinen Job. Du hast nicht deinen Job gemacht. Jetzt rennt er wieder weg, oder was? Das war ja richtig ausgiebig jetzt. So, jetzt ist meine Energie wieder da, wo sie hingehört. Vielleicht geht's ja jetzt. Wenn ich die nächste Chance bekomme, was schwer werden könnte, wenn ich wieder geeist werde. Ich muss unbedingt an den Schwanz ran. Hüpfros schießt jetzt. Was? Okay.
Komm. Ich glaube, ich lande endlich die ersten Treffer. Wo ziehst du dich zurück? Dahin, aha. Weiß ich, wo das ist? Nicht wirklich. Wohin bist du? Könntest du die Spuren bitte schneller aufnehmen? Ja, danke. Sie ist unten. Wo, was? Wo ist sie denn? Ich weiß, eher. Mir egal. Ich sag trotzdem weiter sie. Da unten, ja. Achso, du hast dich wieder mit Dings angelegt. Nee. Na, egal. Waffen haben was gebracht. Ich würde mich ja bewegen, aber unmöglich gerade. Stimmt, diesen Ort hier hatte ich vergessen. Natürlich ist sie hier. Wo soll sie sonst sein? Wie es hier ist, einen Treffer zu landen als Doppelklinge, will ich nicht wissen, wie das ist. Wenn man versucht, mit dem Hammer irgendwas zu erledigen. Ich meine, ich bin jetzt schon schnell. So ein Hammer, da musst du ja nicht ausrichten und weiß ich was alles. Klar, du machst auch mehr Schaden, wenn du mal triffst. Aber bis du triffst... Komm runter. Wenn du unbedingt fliegen willst, dann flieg wenigstens hier unten. Aha, ich darf also auch nicht über den Boden rüber, weil ich sonst gleich wieder eineise. Der Koordinierungsschwierigkeiten, ich merke schon. Lomi, du machst so gerne Wespen. Näher an den Schwanz ran, bevor ich weiter schnitzel. Sehr schön, ist gebrochen. Kann sie jetzt hoffentlich den Boden nicht mehr verheißen. Ja, was macht eigentlich das Schwert? Das Schwert sagt... Okay, sie geht wieder zurück. In welche Richtung von hier unten auch immer zurück ist. Da lang meinst du? Okay, glauben wir das einfach mal. Ah, okay, da ist er. Guck mal hier drüben. Ja, enger Gang finde ich sehr löblich von dir. Aber komm mal trotzdem raus da. Nicht gesagt, dass ich keine Eisangriffe mehr machen kann, aber auch angeblich soll jetzt der Boden nicht mehr so krass ekelhaft vereist werden. Wenn ich jetzt trotzdem gleich wieder blaue Energie habe, dann naja. Wissen wir, es stimmt nicht.
Das gerade kaputt ist, aber okay. So viel dazu. Das bringt also nichts. Wobei das auch ein direkter Treffer war, mehr oder weniger. Also vielleicht kann man den Schwanz ja ganz abschlagen. Komm nämlich nicht weg. Na danke, ich werde wenigstens in dem Lager abgelegt, wenn ich mal hier lang komme. Wir fangen im anderen Lager an, weil darum. Erstmal ausrüsten, dann kann man vergiften. Achso, dafür sind also diese Abhänge da. Vielleicht sollte ich mal lernen, wie man das richtig macht, damit ich... Ah, so schwer ist es gar nicht. Wenn man weiß, worauf man es da anlegt. Einen neuen Move, den ich spammen kann. Legianer Helm? Achso, Schuppe. Achso, das sind meine... Verstehe. Ich meine sozusagen für meine Wunschliste sind das die Einzelteile. Gut, so kann man also ganz gute Angriffe zum Schlittern über das Monster machen. Das ist echt nützlich, wenn ich aus dieser Ecke hier rauskomme. Okay, ich stelle fest, Legiana hat das gleiche mitgekriegt. Ich versuche es mal nochmal. Angriff. Wir sollten hier öfters in der Gegend kämpfen. Scheiße, diesmal hat sie es durchschaut. Haut sie jetzt einfach ab? Spielverderber. Wohin will sie? Echt, jetzt schon? Sorry, wolltest du dich gerade in deinem Nest ausruhen oder woran liegt das? Eieiei. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich damit auch einfach so aufspringe. Mal wieder einer deiner berühmten Besten bräuchte. Gib doch mal bitte die Schwerter weg. Das war gerade fertig in den letzten Sekunden.
mir für meinen Geschmack gerade eindeutig zu oft bewusstlos. Beziehungsweise betäubt. So, wo war ich gerade? Ach ja. Vespa! Zwei Fliegen mit einer Klappe. Die gewonnen so zerronnen. Ach Mann, ey. So, kann ich mal dieses Ding hier rausziehen? Das ist ja anstrengend. Ich meine, ja, ich könnte es wahrscheinlich hier nutzen, indem ich über das Zeug darüber fliege, aber... Lomi. Jetzt schnell, bevor sie wieder aufsteht. Ja, ich kenne das, mir geht's auch gerade so. Wollen wir es lassen oder weiter? Okay, weiter. Lomi, Wespe. Schon! Da geht sie down! Und noch mehr! Stoppt eigentlich jemand die Zeit, damit wir wissen, wie viel weniger wir diesmal brauchen? Auf dem Ende brauchen wir länger. Legiana Richtung Nest und ein Totenschädel. Wir haben ihn also soweit. So, jetzt zeige ich nochmal, wie man Legiana einfängt mit der Falle. Für den Fall, dass das letztens noch nicht deutlich genug war. Schwertolle würde jetzt wahrscheinlich sagen, Arschloch, aber heißt mir doch Wurst. Richtig witzig wird's, wenn die Falle jetzt nicht trifft. So, aber guck mal, man kann sie hier perfekt einfach in der Mitte platzieren. So, und jetzt schnell die Dinger suchen. Und eins und zwei. Okay. Jetzt können wir zum Grund des Tals der Verwesung. Los, zurück zur Forschungsbasis. Richtig, und ich habe mehr Zeug. So, kann ich hier oben noch schnell irgendwas abbauen, wenn ich schon mal hier bin? Eins, zwei, drei. Na, immerhin irgendwas. Und für alle Lüstlinge nochmal direkt einen Fokus auf den Brüsten gerade. Wenn auch eingepackt in Rüstung, aber egal. Das nennt man dann übrigens Brüstung. Nein, nennt man nicht, aber egal. So, Schuppe, Schuppe, Klaue, Leder, Schuppe, Leder, Kugel, Knochen, Knochen,
Plus-Plus-Knochen sogar. So, Schwanzbrechen hat Lederhaut gebracht. Rückenbrechen hat Lederhaut gebracht. Kopfbrechen hat Schuppe gebracht. Fangen Gewebe. Lederhaut, Gewebe, Lederhaut. Okay. Dann hoffe ich doch mal, dass das jetzt zur Verfügung steht. Als normale Quest. Liga Rang 9. Dreifach, sehr schön. Mittendrin habe ich auch noch bekommen. Oh, ey, jetzt geht's aber ab hier. Das sind neue Safari-Orte. Oh, da kann ich Geronimo auch hierher losschicken. Und sich hier verprügeln lassen. Alle 4-Sterne-Quests erledigt. Also alle normalen. Immerhin, endlich mal. Oh, die Folge hat insgesamt nur 40 Minuten gedauert. Also glaube ich, waren wir diesmal schneller. Also vielleicht eine halbe Stunde habe ich jetzt gebraucht.